24. Dezember. Regelmäßige Herausforderungen. Zum Schluss gibt es hier von mir 31 Beispiele, wie man dem Gehirn täglich regelmäßige neue Herausforderungen durch das Lernen neuer Fähigkeiten oder das Erproben neuer Aktivitäten geben kann. Erstens, eine Sprache lernen. Eine neue Sprache oder Gebärdensprache zum Beispiel. Zweitens, ein Musikinstrument erlernen. Drittens, Fotografie lernen und neue Techniken ausprobieren. Viertens, tanzen lernen, zum Beispiel Salsa, Tango oder Hip-Hop. Fünftens, eine neue Sportart ausprobieren, zum Beispiel Golf, Tennis oder Klettern. Sechstens, kochen lernen und neue Rezepte ausprobieren. Siebtens, malen oder zeichnen lernen. Achtens, programmieren oder coden lernen. Neuntens, Schach spielen und neue Strategien erforschen. Zehntens, Schreiben eines Buches, einer Kurzgeschichte oder eines Blogs. Elftens, Nähen oder Stricken lernen. Zwölftens, Selbstverteidigung erlernen, zum Beispiel Judo, Karate oder Krav Maga. 13. Videobearbeitung oder Grafikdesign lernen. 14. Yoga oder Meditation praktizieren. 15. Gartenarbeit und Pflanzenpflege erlernen. 16. Erste-Hilfe-Kurs belegen und Notfallmaßnahmen lernen. 17. Webdesign lernen und eine eigene Website erstellen. 18. Handlettering oder Kalligrafie erlernen. 19. Sudoku oder andere Zahlenspiele lösen. 20. Tai Chi oder Qigong lernen. 21. Astrologie oder Astronomie studieren. 22. Improvisationstheater oder Schauspielkurse besuchen. 23. Handwerken oder Heimwerken erlernen. 24. Puzzle oder 3D-Modellbausätze zusammenbauen. 25. Experimente in der Chemie oder Physik durchführen. 26. Videospiele spielen und neue Strategien entwickeln. 27. Kreuzworträtsel oder Wortspiele lösen. 28. Bildhauerei oder Töpfern lernen. 29. Sudoku oder andere Zahlenspiele lösen. 30. Poetry Slam Texte erstellen und vortragen. 31. Erkunde neue Hobbys, entdecke deine Interessen und lese kontinuierlich etwas Neues. Indem man regelmäßig neue Fähigkeiten erlernt oder neue Aktivitäten ausprobiert, gibt man dem Gehirn die Möglichkeit, sich anzupassen und neue neuronale Verbindungen zu bilden. Dies stärkt die kognitive Flexibilität,
das Gedächtnis und fördert die allgemeine geistige Gesundheit. Es ist wichtig, diese Herausforderungen kontinuierlich in den Alltag zu integrieren, um den optimalen Nutzen für das Gehirn zu erzielen. So, damit ist das Hörbuch 24 Techniken zur Gedächtnissteigerung vorbei. Die Printversion kannst du über den Link in der Podcast-Beschreibung bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wenn du auch weiterhin Hörbücher aus meinen Erfolgsbüchern hören möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und teile die Folgen auch mit Leuten, die ebenfalls mehr Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Ich bedanke mich für heute bei dir, freue mich auch über positive Bewertungen, sowohl des Podcasts als auch der Bücher und wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Jahresabschluss. Die nächste Hörbuchfolge beginnt am 1. Januar. Bis dahin, eine gute Zeit.